Guten Morgen! Mit Blick in meinen Hintergrund hier sehen wir heute, steht auch wieder der Nasdaq auf der Uhr. Ich hatte ja avisiert, dass wir heute mal einen großen Index-Check machen und wir gucken mal etwas über den Tellerrand. Wir haben ja hier bei Tickmill viele, viele Indizes zum Traden und die werden gerade bei vielen nebenberuflichen Tradern viel, viel, viel zu oft vernachlässigt. Da kann man wirklich in ganzer Ruhe neben der Arbeit, wer es jetzt nicht schafft, im Daytrading unterwegs zu sein, richtig gutes Geld verdienen. Wenn man so ein bisschen das Timing macht und wenn man weiß, wo man hinschauen muss, da gucken wir heute mal drauf. Natürlich aber auch auf DAX, auf den Nasdaq. Da findet der Markt ja momentan ja nicht so richtig Ruhe. Ja, es rumpelt weiter im Karton. Mal schauen, wie das Ganze aussieht. Der Chart wird ein bisschen was verraten. Das schauen wir uns gleich später an. Zuvor allerdings US-Dollar, japanischer Yen, Euro, britischer Pfund und US-Dollar, nein, Austral-Dollar, US-Dollar. Das die Dinge, die wir heute hier auf der Uhr haben. Und vielleicht, falls die Frage auch noch kommt, wir hatten ja gestern hier das Cable, das war eine Party gestern, Halleluja, das war eine herrliche Trading-Möglichkeit, die wir hier gestern hatten. Intraday aus einem schönen Kursmuster heraus, ich freue mich, wenn das der ein oder andere rumbringen konnte in sein eigenes Trading, da schauen wir dann auch nochmal drauf, wo so Intraday auch mal Sinn macht, wirklich hinzuschauen und zu gucken, was hier an dieser Stelle passiert. Das Ganze natürlich gleich und wie immer die Bitte, wer eine Frage hat oder einen Wunsch mag, rein in die Chats auf Facebook oder auch auf Zoom, da schaue ich rein und da können wir uns das Ganze sehr, sehr schön auch anschauen. Ich hoffe, Ton und Bild sind gut. Einfach mal Leute, Thumbs up hier, will mal sehen, ob alles passt, das würde mich freuen, auch auf Zoom. Bitte kurze Rückmeldung, dass ich sehe, dass alles gut ankommt, dass Ton und Bild auch passen, weil das merke ich ja nicht, ne? Ich habe hier meinen Stereo-Sound und alles in 3D in meinem Büro, nur ich sehe natürlich nicht, was zu Hause ankommt. Passt, Dankeschön, Zoom ist okay. Gut, Leute, lasst uns loslegen. Bevor wir hier in die Fakten reingehen, wie immer der Risikohinweis, bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. So, dann haben wir das und dann gucken wir mal auf die Nachrichten heute. Wie schon die ganze Woche, eigentlich eine Woche mit relativ wenigen Nachrichten. Ne? Gestern hatten wir EZB-Nachrichten, die haben nicht wirklich wahnsinnig viel Neues gebracht und auch nicht wirklich wahnsinnig viel an den Märkten bewegt. Von der Seite her können wir da auch ein Häkchen dran machen. Wir haben heute ein paar Informationen aus Großbritannien schon bekommen. Hier sehen wir, das Bruttoinlandsprodukt ist etwas unter den Erwartungen zurückgeblieben und auch zurückgegangen im Vergleich zum vorherigen Monat. Produktion, verarbeitendes Gewerbe ebenfalls rückläufig. Das Ganze haben wir hier sozusagen bekommen. Das BIP natürlich auch hier bei minus 7,6 etwas unter der Prognose, aber nicht mehr ganz so schlecht wie die letzte Meldung hier, wo das Ganze bei minus 20,4 stand. Gut, hätten wir das und am Nachmittag warten wir dann aus den USA noch auf den Verbraucherpreisindex. Das Ganze um 14.30 Uhr und zwar für den Monat August. Und wir bleiben jetzt noch bei den Nachrichten. Wir checken das Ganze alles durch und zwar hier an dieser Stelle mit dem Rückblick auf die Termine dieser Woche. Das ist nachher vielleicht auch bei den Indizes auch interessant, aber wie schon gesagt, es gab jetzt nicht hier gigantisch viele Sachen, die man hat. Also wir haben es gesehen, das BIP am Dienstag aus Japan ist bei minus 7,9. Das ist hier eine grüne Zahl, weil sie unter der Prognose lag, aber wirklich berauschend ist das Ganze nicht wirklich. Die JOLTS-Stellenangebote in den USA waren ein bisschen besser als erwartet gewesen. 6 Millionen waren erwartet worden. 6,618 Millionen Stellen sind es gewesen. Das ist auf der Angebotsseite eine schöne Sache. Also hier wird sozusagen weiter aufgebaut in diesem Bereich. Hier, wir haben es gesehen, am Donnerstag bei der FED, da gab es nicht wirklich neue Sachen. Von der Seite her, ja, ist das jetzt so, wie es ist. Das Anleihekaufprogramm wird unverändert beibehalten. Also die EZB, habe ich jetzt FED gesagt, wir gehen natürlich über die EZB, die FED ist erst nächste Woche dran. Da ist also alles hier im Normalbereich und die EZB hat ganz klar gesagt, wir stehen hier Spalier bei Stange, wir unterstützen die Märkte soweit wir können, um die Auswirkungen von Covid-19, die wirtschaftlichen, soweit wie es geht, auch einzudämmen. Das hätten wir da. Dann hatten wir gestern noch die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Hier hat sich nichts getan.
Also ist geblieben wie im letzten Monat. Erzeugerpreisindex, der ist hier ja schlechter gewesen als beim letzten Monat. Die Zahl ist grün, weil die Analysten ein bisschen schlechter waren. Die Rohöllagerbestände, ja, das ist eine Sache, da muss man wirklich schauen. Die sind jetzt wieder angestiegen an dieser Stelle. Hier, da haben wir die Zahl von 2,032 Millionen Barrel, die hier diese Woche mehr in den Lagern waren als in der letzten Woche. Das ist der Blick auf die diesige Woche und jetzt schauen wir noch, was nächste Woche auf der Agenda steht. Da hatte ich ja schon gleich avisiert, in Anführungsstrichen, dass wir hier an dieser Stelle nächste Woche die Fettwoche haben. Wir sehen es hier an dieser Stelle. Starten wir mal mit dem Dienstag. Montag gibt es nicht wirklich viel. Ein paar große Dinge. Wir bekommen von den Briten die Arbeitslosenzahlen aus Deutschland den ZEW-Konjunktur. Also Daten, die hier, die ZEW-Konjunkturerwartungen. Mittwoch gibt es aus den Großbritannien, also from UK, den Verbraucherpreisindex und aus den USA gibt es einiges zum Thema Einzelhandelsumsatz und natürlich wie immer die Rohöllagerbestände. Diesmal wieder Mittwoch, weil wir ja keinen Feiertag entsprechend haben. Das da und dann am Mittwochabend ist um 20 Uhr das FOMC-Statement mit dem Zinsentscheid auf der Uhr und danach um 20.30 Uhr die Pressekonferenz. Paul wird sprechen. Mal schauen, was wir hier zu erwarten haben. Und dann geht's weiter am Donnerstag. Da gibt's sozusagen die Pressekonferenz der Bank of Japan. Man kann immer mal ein bisschen was bei der japanischen Währung passieren. Die haben wir ja heute auch mit auf der Uhr. 11 Uhr gibt es den Verbraucherpreisindex aus der EU-Zone. Bei den Briten haben wir Zinsentscheid inklusive Sitzungsprotokoll. Wir kriegen aus den USA die Baugenehmigung, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und den Philly Fed Herstellungsindex. Wieder mal ein sehr, sehr wichtiger Einblick in die US-Wirtschaft hier bei den Herstellern. Sehr, sehr wichtig. Und am Freitag gibt es dann die Einzelhandelsumsätze. Damit hätten wir mal die wichtigsten Nachrichten für die kommende Woche auch mit abgehakt. Und wir können uns jetzt voll und ganz auf das konzentrieren, was wir gerne machen. Trading, Leute. Und damit blicken wir in die Charts hinein. Und hier, ja, noch nicht auf den Nasdaq. Den Nasdaq, den gucken wir uns gleich mit an. Von der Seite her mache ich das Bildschirm mal hier ein bisschen kleiner. Zack, schieb's mal beiseite. Und wir machen jetzt erst einmal die Währungspaare, die ich avisiert hatte. Über den US-Dollar, japanischen Yen habe ich mich im aktuellen Blog-Eintrag ja schon ausgelassen. Das Ganze in Bild und Schrift. Jetzt folgt das Ganze nochmal in den tickenden Charts. Haben wir hier US-Dollar, japanischer Yen. Der ist, Moment, jetzt muss ich ihn selber erstmal suchen. Ich suche hier immer wieder. Da haben wir es. Hey, da ist er. Dreieck haben wir hier drin, Leute. Schaut euch an. Schönes Dreieck in einem übergeordneten Abwärtstrend. Was ist ein Dreieck im Abwärtstrend? Das ist ein Korrekturmuster und aufgrund der Verortung ist es nicht ungewöhnlich, dass wir ein solches Chartmuster haben und das dann in Trendrichtung aufgelöst wird. Ich sage das hier mit Absicht nicht ungewöhnlich. Ne? Dreiecke sind schöne Kursmuster, aber sie sind halt manchmal ein bisschen unberechenbar. Es gibt schönere Kursmuster, aber nichtsdestotrotz, die Chancen oder die Wahrscheinlichkeiten sind halt da. Und jemand, der mir hier schon eine Weile auch über die Schultern schaut, weiß ja, es ist immer gut, wenn man mit den Trends tradet und der Trend ist hier abwärts gerichtet. Gerade wenn man mittelfristig traden möchte, ist es sehr, sehr wichtig. Im Kurzfristbereich gibt es da immer mal ein paar Ausreißer. Ja? Das sieht man immer wieder. Das sieht man auch hier. Es gibt mal einen schönen Schub nach oben und dann ging es wieder radikal nach unten. Das sieht man immer wieder. Und deswegen ist es wichtig, da hinzuschauen. Aber nach unten hin kann halt deutlich Bewegung kommen. Wir haben es halt hier in den letzten Zeiten auch gesehen. Wenn es nach unten ging, hier mit Schmackes, ja, es hat immer eine Weile gedauert und dann bäm, zog der Markt nach unten durch und ab ging es in die tieferen Regionen. Und das haben wir hier wieder als Chance momentan am Liegen. Was sehen wir hier in diesem Chart noch? Wir sehen oben einen Deckel drauf. Den hatte ich schon mal besprochen. Das ist der Bereich hier ganz grob um die 107 japanische Yen. Also hier haben wir die fallenden Hochs in diesem Bereich. Wir haben ja auch von oben fallende Hochs und natürlich fallende Tiefs. Aktuell hängt so ein bisschen, der schwankt so zwischen hier oben haben wir es knapp 107 und unten irgendwo ein bisschen über die 105 japanischen Yen. Wir haben es hier unten, die zwei sehr, sehr nah aneinander liegenden Hochs, die wir hier haben. Die spielen gleich in der kleineren Zeitberechnung nochmal oder Zeitbetrachtung nochmal eine etwas größere Rolle. Aber erstmal das hohe Bild anschauen hier, der japanische Yen. Nächste Woche ist sozusagen die Bank of Japan auch dran. Vielleicht wartet der Markt bis dahin. Aber, und das ist auch ein Grund, weshalb ich diese Währung heute mit auf der Uhr habe, es passiert nicht selten, dass der Markt vor so einer Pressekonferenz
anfängt, etwas vorauszunehmen oder vorwegzunehmen. Das heißt, Erwartungen schon mal einzupreisen. Ja? Und das sieht man dann oft an den Charts, dass der Markt halt in eine Richtung schon mal losläuft. Und aus diesem Grund besprechen wir diesen Chart jetzt auch heute schon mit den Chancen, die wir haben. Ja? Also erst einmal, wir sind natürlich momentan, wenn man mal dieses kürzere Level anschaut hier, sozusagen zwischen dem Zeitrahmen, den wir hier haben, so sagen wir mal so ab Mitte August bis jetzt, na klar, wir schwanken hier in der Range. Wir sind momentan im Median der Range und der Ausbruch durch die Unter- oder Oberseite hat natürlich die Chancen zur Unter- oder Oberseite. Erst einmal nur innerhalb der Range, ne? Das heißt oben ran, das wäre die eine Bewegung, unten raus, das wäre die andere Bewegung. Erstmal nur innerhalb der Range. So, wenn man jetzt mal schaut, sollte tatsächlich ein Ausbruch durch die Oberseite kommen, dann müssen wir einfach auch schauen, was macht der Markt denn hier oben in diesem Widerstandslevel, ne? Läuft er nur ran, um dann wieder nach unten abzuprallen? Das wäre natürlich auch ein hervorragendes Szenario. Oder läuft er tatsächlich drüber? Dann müssen wir uns weiter rüber orientieren. Da haben wir ja auch einiges mit da in dieser Sache schon mit drinnen. Also das bleibt relativ spannend, können wir aber heute definitiv noch nicht final klären. Was wir heute allerdings schon klären können, ist einmal der Blick in die kleineren Zeiteinheiten. Und da klicke ich jetzt mit Absicht mal schön in den Stundentrend rein, weil da sehen wir hier an dieser Stelle, ich hoffe, ich finde jetzt meine Zeichnung gleich wieder zurück. Ja, sehr schön. Manchmal klappt die Technik auch. Wir sehen hier im Dreieck, was wir hier haben, also hier ist das Dreieck mal noch eingezeichnet, das ich aus dem Tageschart rausgezogen habe. Wenn wir uns das mal anschauen, wir sehen hier mittlerweile in der, sag ich mal, aktuellen Dreieckshälfte, also in der zweiten Hälfte dieses Dreiecks, sehen wir mittlerweile einen Markt, der hier nach unten trendet. Wir sehen fallende Hochs, wir sehen fallende Tiefs. Und das ist jetzt wirklich eine sehr, sehr interessante Geschichte, wie es weitergeht. Wenn sich der Markt kurzfristig dafür entscheidet, durch die Oberseite durchzugehen, das heißt, das Dreieck hier oben zu zerbrechen, dann haben wir natürlich, und das ist für die kurzfristigen Trader möglicherweise von Interesse, das heißt, wenn wir hier rausgehen aus dem Dreieck, müssten wir hier über dieses kleine Zwischenhoch drüber, oben um die 106,20, 106,30 in etwa, da drüber, dann haben wir Chancen, hier ranzulaufen auf die kleinen Zwischenhoch. Das ist alles sehr, sehr eng, aber der ein oder andere Trader mag es, wenn er im Minutenchart tradet, solche engen Ziele auch mit ranzugehen. Wir haben sie da, deswegen besprechen wir es. Also hier die Marke von 106 knapp 40, dann haben wir hier drüben die 106,50, dann haben wir schon das kleine Zwischenhoch hier oben, was ich rot markiert hatte, das ist die Marke von 106,55. Also ein paar sehr, sehr nahe Anlaufpunkte und dann kommen wir schon wieder oben rein. Jetzt muss ich mal enger zusammenzoomen in dieses Widerstandslevel hier. Und das wäre dann natürlich die sehr, sehr interessante Geschichte zur Oberseite. Was macht der Markt hier oben? Das eine. Aber ich hatte ja bereits avisiert, das hatte ich auch im Blogbeitrag geschrieben, also dort kann man gerne auch immer mal reinschauen, schon vorab oder danach, nach der Sendung zum nochmal nachlesen. Wenn wir runterlaufen und der Markt sich tatsächlich jetzt schwach gibt und wir hier durchgehen, hier unten drunter, durch dieses kleine Zwischentief unter 106, ja, da auch die Überschrift im Blogbeitrag, der Kampf um die Marke von 106, da, wenn wir da drunter laufen, steigen die Wahrscheinlichkeiten, dass der Markt eher die Dreiecksunterseite sucht und der Ausbruch nach unten, der geht dann zuerst aufs kleine Zwischentief hier, das ist die Marke ungefähr um die 105,80 und dann haben wir hier drüben, wenn wir rüberschauen, auf dem Weg nach unten schon noch ein paar Punkte zum Anlaufen. Das wäre zum einen mal hier dieses kleine Zwischentief mit dem aufwärts trendenden Markt hier im Dreieck bei 105,60 und dann kommen wir schon unten rein hier in dieses Level, als wir diese zwei nahen Zwischentiefs hatten. Das kam auch ein bisschen aus dem Tageschart auch mit raus hier. 105,10 und 105,20. Das ist dann hier so ein kleiner Supportbereich, den wir hier an dieser Stelle auch mit haben. In diesem Bereich, den sollte man durchaus auch mit in Betrachtung ziehen, kurzfristig, wenn der Markt tatsächlich runtergeht. Und wenn er das tut, dann können wir vom kurzfristigen auch noch in das mittelfristige reinschauen, weil wenn er diesen Bereich hier rausnimmt, dieses Supportlevel hier unten, wartet mal, das hier, dieses Level hier, dann ist der Weg frei, ja? Schaut mal, hier ist nichts weiter, dann ist der Weg frei erstmal bis in die Marke um die 104, ungefähr 20, hier das kleine Zwischenlow hier unten, das Trendtief, dieses von diesem Trend hier, das haben wir liegen bei 104,18, das ist die Marke auf der Unterseite im US-Dollar, japanischem Yen. So, also, das ist damit besprochen, wir machen weiter.
mit Euro-Britischen Pfund. Danach schauen wir auf Australdollar, US-Dollar. Dann schaue ich mal in die Fragen rein und dann kümmern wir uns hier um die großen Indizes. Das war also der japanische Yen. So, jetzt kommt Australdollar, US-Dollar. Immer wieder gern gesehen. Schöner Aufwärtstrend, den wir hier auch am Laufen haben. Und da sehen wir, dass eine Umkehr kommt. Hier mal schön in der Stunde. Aber wir schauen zuerst in den Tageschart rein. Und das, liebe Leute, sieht echt Schmuck aus, was wir hier haben. Ich zoome es mal kurz ein bisschen größer. Also ganz klar, bitte im Hinterkopf behalten. Werden wir gleich nicht mehr alles sehen, wenn ich größer zoome. Der Wert ist in einem Aufwärtstrend verortet. Ja? Das sehen wir hier sehr, sehr schön im Tag. Vom Tief hier unten um die 55 Penny. Ging es hier nach oben. Und wenn wir uns das Ganze mal kurz in der Woche noch anschauen wollen, das ist halt auch wichtig, das Ding ist bullisch. Wir haben hier wichtige Marke rausgenommen in diesem übergeordneten Abwärtstrend und wir haben halt auch noch etwas Luft nach oben. Ne? Wenn wir hier über das aktuelle Trendhoch drüber gehen, was wir hier drüben, hier oben hatten, ist halt erst einmal deutlich Luft auch zur Oberseite noch da. Also da ist noch einiges an positivem Material vorhanden und wenn wir uns die aktuelle Woche mal anschauen, schaut euch das mal an. Das ist eine Aufkaufwoche. Die hat hier den Support um die 0,7235 angelupft, kurz drunter gegangen und direkt wieder hoch. Das bleibt spannend. Und wenn wir hier das Long-Signal auf Woche dann bestätigt bekommen, haben wir durchaus Potenzial für die Chart-Oberseite. Und damit klicke ich nochmal zurück in den Tageschart hinein. Wir sehen es hier an dieser Stelle. Ich nehme mal kurz den Zeitrahmen raus, den großen, und mache mal den kleinen rein. Da sehen wir hier nämlich auch die letzte, in diesem letzten Bewegungsarm hier, dass dieser Bereich hier unten um den Ausbruch knapp die 72,2 hier, 72,35, also dieser Schwungbereich, den wir hier haben, der hat wieder gehalten. Wir sind hier oben drüber, auch über ein wichtiges Level drüber. Das schauen wir uns gleich auch nochmal im kleineren Zeitrahmen an. Aber wir haben jetzt Luft nach oben, wenn das Ganze bestätigt wird. Wir müssen immer so ein bisschen auf die Bestätigung warten, sonst ist es Harakiri oder Glücksspiel. Das wollen wir ja im Trading nicht machen. Heißt also, wenn wir weiter steigende Kurse sehen, haben wir durchaus Potenziale zur Oberseite rauf. Und wir sehen ja hier schon, ich habe die Marker hier mal noch drin gelassen, aus dem sozusagen korrektiven Abwärtstrend, den wir hier hatten, die jetzt für uns interessant sein und die durchaus mit Spannung nach oben mit reinlaufen können. Deswegen schauen wir uns das Ganze mal eben an hier in der Stunde. Und zwar sehen wir gleich in der Stunde sehr, sehr schön, dass wir mittlerweile doch nach oben wollen. Schaut, das ist der Bereich, den ich gerade avisiert hatte. Das hier ist der wichtige, wichtige Widerstandsbereich. Der entscheidet darüber, ob der Abwärtstrend nun nachhaltig aus dem Markt genommen wird oder nicht. Ne? Warum? Woran sehen wir das? Ich zeige es nochmal kurz an. Ich hoffe, man kann es jetzt hier sehen. Der ist zu groß. Jawohl, da haben wir es. Schaut mal, das hier ist der Abwärtstrend, der korrektive Abwärtstrend, den wir hier am Laufen haben. Hier oben war eine sehr, sehr wichtige Marke, die wir haben und die gilt es zu überwinden. Das haben wir jetzt schon einmal gemacht, dann ging es wieder runter. Und wenn wir jetzt tatsächlich den Weg nach oben sehen, das wäre sehr, sehr, sehr charmant. Das heißt, wir würden dann, und das muss ich jetzt mal wirklich einzeichnen, das kann die Technik nicht, da ist unser Gehirn der Technik doch ein bisschen überlegen, diese ganzen Informationen sauber auch ordentlich einzuordnen. Wenn wir das Ganze hier sehen, schaut euch das mal an. Das heißt, ich nehme mal kurz hier den letzten Bereich des Abwärtstrends raus. Also hier oben rein in dieses Level, unten runter. So, und was wir jetzt hier sehen ist, erst einmal der Aufwärtsschub oben rein, das wäre das. Und wenn wir jetzt die Situation bekommen, dass wir hier aus der Korrektur schön nach oben laufen, dann haben wir gute Karten, über diesen Widerstand uns zu etablieren, also über der Marke von knapp 0,73 und dann nach oben reinzulaufen. Und wir sehen es hier an dieser Stelle, wenn das tatsächlich passiert, ja, dann haben wir sehr, sehr schöne Anlaufpunkte hier im nahen und dann auch im weiter entfernten. Das sind die Marker, die wir hier so drinnen haben. Das sind schöne Anlaufpunkte auf dem Weg nach oben, die wir dann durchaus hier in Richtung 0,7415 mitnehmen können. Das ist eine sehr, sehr spannende Sache, wie ich zugeben muss. So, Nummer 1. Also, das wäre das Thema für die Swing Trader. Für die Swing Trader, das wäre dann, wenn wir hier oben drüber laufen, die Bestätigung der Umkehrsituation. Alles ist schick. So, aber man kann es auch kompliziert machen. Passt auf, es gibt ja immer wieder auch, das weiß ich auch, die Zuschauer, die sich sagen, guck mal hier, was wir hier haben. Wir haben doch hier, guckt euch das mal an. Wir haben hier einen Aufwärtstrend, hier,
zack, 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 Aufwärtstrend. Und dann, ups, gebrochen. Und wenn wir uns richtig erinnern, ist doch Seidel sagt doch, Mensch, das sind hervorragende Situationen. Das ist hier so ein Early-Bird-Handelssignal. Trendbruch mit einer starken Bewegung. Dann hier eine Flagge als Korrekturmuster. Ja, da mache ich persönlich immer langsam Party-Modus, wenn ich sowas sehe. Heißt also, das ist ein bärisches Bild und wir erwarten das. Ja, Leute, das kann passieren. Natürlich. Und das ist das, wo ich immer sage, das ist auch das, was wir jetzt im Seminar in Kürze unseren Teilnehmern auch lernen. Das ist die Entscheidung für den Zeitrahmen, den ihr traden wollt. Welchen Trend wollt ihr denn traden? Welcher Trend gibt euch die Richtung vor? Und wer sich hier sagt, ich möchte bitte die Stunde als Richtungsgeber haben und man sagt sich, okay, das, was wir jetzt hier haben, war der Aufwärtstrend der Stunde, der ist wieder gebrochen worden und jetzt könnte es kurzfristig durchaus nach unten gehen. Ja, sage ich, ihr seid absolut auf dem richtigen Weg. Das kann passieren. Dann macht bitte die Planung dafür. Ja, plant das einfach und Leute, wir sehen ja sogar schon coole Anlaufmarker. Ja, das heißt, wenn wir aus dieser Flagge ausbrechen, egal wie hoch sie erstmal läuft, das muss man schauen. Wenn sich da allerdings ein Abwärtsszenario auch ergibt, ja, dann kann man das ja traden. Ja? Das heißt, wenn wir aus dieser Flagge ausbrechen, erster Anlaufpunkt, erste Mal hier unten, das Zwischentief bei 0,7248, so ganz grob, ne? Das wäre Nummer 1. Und Nummer 2, was wir dann da haben, hier, nächster Wart, unten die 0,7255 und dann schon hier da unten das Zwischentief um die Marke von 0,7192. Die Marker, die sind jetzt da, ne? Aber wer das Ganze tradet, sollte einfach hier in die kleineren Zeiteinheiten dann schauen. Das heißt, die Flagge, die wir hier haben, ich zeichne die mal ganz kurz ein, schaut mal hier, das ist jetzt die Unterseite der Flagge und jetzt gehen wir mal kurz in den 5-Minuten-Chart rein und das ist das, was mir jetzt hier im Kleinen die Richtung entsprechend vorgibt. Das heißt, schaut mal, das hier ist der Abwärtstrend nach unten. Oh, ich glaube, ich muss euch das ein bisschen größer machen. Das hier ist der Abwärtstrend nach unten. Das ist jetzt die Flagge, die hier schön nach oben läuft. Und wenn dieser Trend gebrochen wird, das heißt, wenn der Markt tatsächlich hier unten drunter durchgeht, wird ja dieser kleine Aufwärtstrend gebrochen. Also das, was sich hier so nach oben schlingelt, der wird dann gebrochen. Und dann haben wir die Chancen auch auf der Unterseite liegen. Und diejenigen, die die kleinen Zeitrahmen traden entsprechend, auch die wissen auch ganz genau, was sie hier zu tun haben. Und da muss man halt oder darf man halt auch nie zu gierig sein, weil wir haben ja gerade gesehen, was auf der Oberseite im Tageschart entsprechend los ist. Und das wäre jetzt hier einfach nur, dass man sagt, okay, wir prallen hier oben vielleicht nochmal von ab und laufen ein Stückchen tief. Das erste Anlauflevel halt hier, die 0,72, knapp 48. Und die Anlaufpunkte unten drunter haben wir ja auch noch ein paar da. Da würde ich allerdings nicht zu groß planen, ja. Hier also nicht diese kleinen, winzigen Feinheiten. Ich meine, das muss immer jeder sehen, wie es vom Chance-Risiko-Verhältnis dann entsprechend ausschaut. Aber hier beispielsweise dieses Level, dieses Umschwunglevel, wo wir hier drüben auch Kampf gesehen haben, um die 0,7268, das ist schon ein gutes Anlauflevel, was wir hier haben, beziehungsweise dann hier unten, als der Markt rumgedreht ist, also hier drüben in diesem Bereich hier, da sind wir auch nochmal angelaufen, knapp die 0,7260. Diese Marker, die sehen wir hier und das ist für den kleinsten Bereich gut und gerne zu traden, wie ich schon gesagt, wenn die Flagge Anklang finden sollte aus bärischem Charakter, weil wir ja hier wieder runtergelaufen sind. Das ist der Blick in Australdollar, US-Dollar und dann schalte ich um auf Euro-Britisches Pfund, hier Euro, da haben wir es, British Pound, tata, hoi, was sehen wir hier? Ja, was sehen wir hier? Wir sehen das Ganze stark auf dem ansteigenden Ast. Hier, die Rallye nach oben, die geht ungehindert weiter. Hier, wir sehen es, zack, nach oben der Ausbruch über dieses wichtige Level hier oben bei 0,914, 0,9178 hier oben in etwa. Da sind wir jetzt durchgegangen wie ein, ja, heißes Messer durch die Butter. Und was haben wir hier? Das ist natürlich eine ziemlich, ziemlich starke Schwäche vom britischen Pfund an dieser Stelle. Ja, das ist einfach dem auch mit geschuldet, was wir gerade wieder haben mit dem Brexit. Ich hatte das ja schon mal auch angekündigt.
das, was dort gerade passiert, ist nicht wirklich schön, was der Boris Johnson hier mit der EU versucht. Und das sieht man natürlich, das schwächt die Währung ziemlich stark. Deswegen geht das Teil hier absolut durch die Decke. Und wenn wir uns das mal anschauen, sehen wir ja, wir sind jetzt hier durch dieses wichtige Level drüber und wir haben hier viel, viel Luft nach oben. Das ist jetzt mal der Tageschart. Ne? Da kann man sich sagen, gut, was haben wir noch an Anlaufpunkten? Natürlich ist einer der Anlaufpunkte ist natürlich erstmal hier das gestrige Tageshoch. Ne? Das haben wir hier ganz grob um die 0,92, 71, 72. Und dann haben wir hier oben drüben noch liegen ein paar andere Anlaufmarker, die wir zur Planung nutzen können. Aber wenn wir uns das Ganze mal im kurzfristigen Bereich anschauen, und das ist das Interessante, dann haben wir hier oben schön den Aufwärtstrend, der läuft hier sehr, sehr gut rein. Das sehen wir auch, wenn ich das mal kleiner mache. Der schlängelt sich so richtig schön nach oben. Schaut mal hier, hoppala. Hier, zack, 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 zack. Alles schick nach oben. Steigende hoch, steigende tief, traumhaft. Hier, bam, gestern auch der Schub nach oben, absolut. Der ging hier komplett durch die Decke hier. Auch alles im Rahmen des EZB-Meetings. Ja, das ist alles wunderbar gelaufen. So, und jetzt sehen wir hier oben schön ein korrektives Muster. Und da, jetzt geht doch mal raus hier. So, jetzt. Hier kommt es jetzt wirklich drauf an, was passiert. Aktuell haben wir hier nach diesem starken Auflauf eine Korrektur auf relativ hohem Niveau. Ja, das ist jetzt mal der Stundenchart. Bitte einfach beobachten, was hier passiert. Wir haben hier zwei Sachen, die wir durchaus auf der Uhr mit haben sollten. Erstens hier den Support unten um das Ausbruchslevel. Ich mache das mal eben hier magenta, weil wir untergeordnet sind. Aber ich mache diese Ausbruchslinie, die mache ich mal schön grün. Und dann ziehe ich sie einfach nochmal aufs Ausbruchlevel drauf, dass man es ein bisschen besser erkennen kann. Das heißt, hier unten, da kam der Ausbruch hier in diesem Bereich, also hier. Und da sind wir jetzt halt auch drauf. So, und jetzt wird es sehr, sehr spannend zu sehen sein, was der Markt hier macht. Nämlich, ich nehme das mal auch raus, das brauchen wir jetzt nicht. Zwei Sachen haben wir da. Erstens, natürlich, wenn die Korrektur flach bleibt, ist das ein Zeichen für einen sehr, sehr starken Aufwärtstrend. Und dann können wir direkt aus dieser Seitwärtsphase durchaus den Markt nach oben wieder anschwingen. Das ist das eine. So, jetzt kommt es aber drauf an, die kurzfristigen Trader, die könnten sich auch sagen, na Moment mal, Freunde der Nacht, wir haben ja jetzt hier aber eine extrem weit gelaufene Bewegung. Wir haben Freitag, da wird oft auch mal ein bisschen Gewinn mitgenommen. Wie wäre es denn mit einer Strategieplanung für die fallenden Kurse? Und die können wir genauso machen. Hier, zack, unten drunter. Wenn wir hier unten drunter laufen, dann weitet sich das Ganze erst einmal zur Unterseite aus. Und dann haben wir hier im Kleinen plötzlich einen gegenläufigen Abwärtstrend. Und dieser Abwärtstrend hat durchaus auch Downside-Potential. Das heißt, wenn wir hier unten drunter laufen, dann haben wir schön einen, was haben wir da? Die Zuschauer, die jetzt zugucken, werden es schon wissen, korrekt, wenn wir da drunter laufen, haben wir schön einen Abwärtstrend. Das heißt hier, zack, nach unten, nach oben und dann haben wir es hier. Und da ist das Potenzial plötzlich sehr, sehr stark, dass wir doch deutlich runterlaufen und möglicherweise hier die 0,91 knapp 3 anlaufen, das Ausbruchslevel hier. Das geht. Hervorragend. Das ist eine schöne Geschichte und wir werden merken, ob wir hier eine Ausweitung der Korrektur nach unten bekommen, also dieses Szenario sich ergibt, oder ob der Markt einfach sagt, ne, das ist hier uns zu heikel für die Unterseite, das wird nichts, die Bullen sind so stark, dann laufen wir hoch. Das ist dann gegeben, wenn wir hier oben Trendfortsetzung machen, also hier über die 0,92,7 drüber laufen und dann ist der Weg nach oben offen. Das als Planung und hier, ich glaube, wir kommen aber in der Stunde gar nicht so weit zurück, ne, hier müssen wir dann wirklich schauen. Da müssen wir ganz weit rüberschauen in die andere Richtung. Also hier müssen wir wieder in den Tag reingehen und dann sehen wir als Anlaufpunkte, was wir oben haben. Und hier durchaus möglicherweise, wir haben es hier drüben gehabt, ich zeichne es mal kurz ein. Ja, man kann mich gut sehen. Hier, schaut mal, dieser Bereich hier, das hier oben, das ist ein Drehbereich gewesen, ein Dreh- und Angelbereich. Da hat der Markt ein bisschen innegehalten an dieser Stelle. Und das kann unter Umständen auch einen guten Anlaufpunkt, einen guten Planungspunkt geben für die Oberseite, wenn wir hier übers Vortagshoch drüber fliegen und der Stundentrend sich nach oben fortsetzt. Soweit, so gut zum euro-britischen Pfund. So, dann schaue ich mal kurz in die Fragen. Ich mache auch noch das Währungspaar britisches Pfund US-Dollar, das habe ich euch ja versprochen. Fragen, haben wir Fragen? Ganz viele guten Morgengrüße, das ist ganz, ganz lieb von euch. Danke, danke, da freue ich mich drüber. Ach, die Community wächst, das ist eine richtig klasse Geschichte. Hätte ich vor ein paar Jahren auch nicht gedacht, aber wir sehen es. US-Dollar, Schweizer Franken wird gefragt und es wird gefragt, britisches Pfund, Schweizer Franken. Ja, ich würde sagen, wir legen mal los. Die erste Frage ist US-Dollar, Schweizer Franken. Blicken wir hier direkt mit rein.
in den Chart. So, da ist er. An der Stelle nochmal der Hinweis, wenn jemand eine spezifische Zeiteinheit, sag ich mal, analysiert haben möchte, bitte mit in die Fragen reinstellen. Dann weiß ich nämlich, auf was ich schauen soll. Ansonsten mache ich Standardvorgehen. In der Regel ist das auf dem Berg kraxeln und von oben nach unten gucken. So, und das machen wir jetzt auch. Hier in diesem Chartverlauf sehen wir sehr, sehr schön US-Dollar, Schweizer Franken. Ist ziemlich stark unter die Räder gekommen. Das sehen wir auch hier, wenn wir uns beispielsweise mal den Monatschart anschauen, wo der mal stand und wo er jetzt ist. Das heißt, man hat hier wirklich einen Markt, der langfristig nur die Richtung nach unten konnte, aber auch die Oberrichtung nicht ausschließt. Nur wir stehen halt momentan wieder sehr stark unter Abgabedruck. Das sehen wir hier ganz klar, wenn wir uns mal das anschauen hier in dem letzten Bereich, den wir hier haben. Der Trend hier, der kleine, das hier, das ist definitiv auch abwärts gerichtet. Hier sogar ziemlich heftig nach unten mit Spikes und so weiter und so fort. Also der Abgabedruck ist da. Und was jetzt inzwischen in der Zwischenzeit auch passiert ist, ist die Tatsache, wartet mal, ich muss mal hier ein bisschen aufräumen, mir gefällt das so nicht. So, wartet mal, hier einfach mal ein bisschen was rausnehmen, damit wir hier ein bisschen mehr sehen können. So, das ist ja schön. So, gut. Nur weil, wenn ich was erkenne, hier mein Chaos überblicke, weiß ich ja, das sieht nicht jeder so wie ich von der Seite her. Lassen wir das mal eben so, wie es ist. So, jetzt haben wir es da. Und was wir jetzt hier an dieser Stelle sehen, mit Blick in den Monatschart, ich gehe deswegen mal hier ein bisschen, hole ich einfach mal ein bisschen weiter aus. Im Monatschart sehen wir halt, wir hatten hier über eine halbe Ewigkeit gefühlt, seit 2000, wo ist denn das hier gewesen, seit 2014, bis jetzt ist der Markt geschwankt hier in einer Range zwischen 1,24 und, was haben wir hier unten, 0,917, 0,92. Das war die große, große Schwankungsbreite. Zwischendurch kam es immer mal auch zum Test der Unterseite, die hat aber immer wieder für Kursanstiege gesorgt. Wie schon gesagt, wir schauen hier gerade auf den Monatschart, ja? Und jetzt sind wir hier tatsächlich unten drunter gefallen und wir sind nicht nur einmal gefallen, sondern den Folgemonat ebenfalls, haben also den Folgemonat auch bestätigt mit dem Verkaufssignal. Das heißt, hier an dieser Seite bahnt sich so ein bisschen an, dass der Markt hier noch weiter nach unten möchte und wir haben tatsächlich auch noch Potenzial zur Unterseite, ja. Wenn wir uns das nächste Auffanglevel mal suchen wollen, das ist hier die Marke um die 0,879, 0,88, dieser Drehpunkt, den hatten wir hier schon mal. Der ist interessant. Das ist jetzt mal das ganz, ganz große Bild an dieser Stelle. So, jetzt gehen wir aber mal zurück in den Tag, um mal zu sehen, was hier los ist. Weil wir hatten ja in der letzten Analyse auch schon miteinander besprochen hier an dieser Stelle, diese Bewegung hier oben rein in dieses Widerstandsband oder beziehungsweise in dieses Durchbruchlevel hier hat ja dazu geführt, dass der kleine Abwärtstrend, den wir hier auf Tagesbasis sehen, nach oben hin rausgenommen wurde. Und jetzt wird es halt sehr, sehr interessant, was der Markt hier macht. Geht er weiter runter, also dreht er direkt wieder in Trendrichtung, auch die Trendrichtung des Tages, die vorherrschend war, die Abwärtsrichtung, oder aber sehen wir hier eine kleine Umkehr. Und das ist jetzt interessant, und wenn wir uns den gestrigen Handelstag mal anschauen, dann sieht man schon, okay, so leicht wird der Weg nach unten nicht. Also wir haben hier schon die Chance, zur Oberseite reinzulaufen. Es kommt jetzt drauf an, was der Markt daraus entsprechend macht. Und da kann man auch so ein bisschen indikativ mal schauen. Ich will euch das mal ganz kurz zeigen. Ich muss dazu nochmal meinen vierten Monitor anmachen. Der Internet Explorer hat sich gerade dorthin verzogen. Dass ich euch mal ganz kurz noch einmal schnell den entsprechenden Future zeige. Der ein oder andere wird jetzt schon wissen, was kommt. Seidel guckt auf den US-Dollar-Future. Leute, das ist halt technische Analyse. Man zieht sich halt ein paar Informationen, die man braucht, auch noch mit rauf. So, jetzt muss ich euch das nur ein bisschen anzoomen hier, dass wir es ein bisschen besser sehen können. So, Geduld, Geduld, liebe Trader, da haben wir es. So. Jetzt kommt's. Jetzt müsste man sehen können im Hintergrund. Schaut mal, das hier, das ist jetzt der US-Future, also US-Dollar-Future. Directional Index gibt es auch, also alles kein Problem. Und da sind wir hier drüben momentan in einer Situation, wo wir einfach sagen müssen, wie geht es denn hier weiter? Weil hier dieses Level, das, was wir hier sehen,
Da sehen wir, der Markt testet momentan so ein bisschen die Oberseite wieder an. Das heißt, auch wenn wir hier uns mal den letzten Abwärtsschwung anschauen, wenn man sich das mal anschaut, der kommt hier unten so ein bisschen auch zur Ruhe. Ja? Das ist interessant zu sehen. Und er testet oben immer wieder an. Der letzte Test oben hat für Schwäche gesorgt. Da ging es dann kräftig nach unten, dann wieder die Gegenbewegung. Also das bleibt durchaus hier zu beachten, was der Markt hier macht. Ne? Und wenn der US-Dollar sozusagen sich hier stärker bewegt, dann hat das auch unter Umständen Auswirkungen auf andere Währungspaare. So, und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, eine Stärke oder eine Schwäche im US-Dollar, dann sehen wir das Ganze halt hier an dieser Stelle. Und wenn wir hier einen schwereren US-Dollar bekommen, das heißt, wenn der US-Dollar-Index nach oben läuft, wird ja der US-Dollar sozusagen wieder stärker. Das heißt, man bekommt für einen US-Dollar mehr Schweizer Franken. Dann ist es ja nur logisch, dass der Markt entsprechend hier am Ende nach oben drehen wird. Das heißt, dass wir hier dann Stück für Stück, wenn es soweit kommt, auch die höheren Regionen anlaufen werden und wir das Ganze dann sehen. Die Frage ist aber momentan final noch nicht zu erklären. Die Wahrscheinlichkeiten sind einfach da. Deswegen kann man da gute Korrelationen mal versuchen zu ziehen. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal in der Stunde anschauen, das ist ja das, was für die kurzfristigen Trader immer wieder interessant ist, dann sehen wir hier wieder so ein Kursmuster, wie ich gerade auch schon mal besprochen hatte an dieser Stelle. Das heißt, was wir hier sehen, ist ganz klar wieder mal so eine hohe Flagge. Hier, zack, schaut euch das mal an. Das ist so ein bisschen die Umkehr, die hier gekommen ist. Ne? Wir sind oben reingelaufen. Dann kam es plötzlich zu einer Gegenbewegung hier nach unten. 1, 2, weit ausgeholt. Und wenn man hier diese Gegenbewegung so in einem extrem starken Rutsch nach unten sieht, dann sind die neuen Trends, die entstehen, oftmals die Wendemuster. Und jetzt ist halt hier ganz klar ersichtlich, wenn wir hier nach oben laufen, ja, dann haben wir gute Chancen, hier den Ausbruch aus dieser hohen Flagge zu machen und dann ein Stück nach oben zu laufen. Das ist das interessante Muster jetzt an dieser Stelle. Also aus kurzfristiger Sicht wird es interessant zu sehen, was der Markt hier in diesem Bereich macht, was der Markt aus dieser Flagge macht und was der Markt aus dieser Flagge macht. Da haben wir eine enge und eine etwas höhere Seite hier. Das ist die engere Seite. Das wäre dann entsprechend das höhere. Das ist dann jedem Trader selber überlassen, wie die Handelsszenarien auch laufen. Fest steht, wenn wir einen Trend haben wollen, müssen wir hier oben drüber über dieses Zwischenhoch. Dann haben wir den Aufwärtstrend. Das wäre dann sozusagen der Ausbruch mit Begründung eines neuen Trends. Ansonsten die Unterseite, wenn wir da drunter laufen, heißt das jetzt halt hier im Kleinen, dass wir einen Abwärtstrend wieder bekommen. Das heißt, dass wir hier sozusagen dieses Muster sehen, wie wir es hier haben, dass wir hier die Korrektur hatten. Und hier im Kleinen dann Gegenbewegung, zack. Und wenn es dann jetzt nach unten rausgeht, das wäre dann eher das Schwächezeichen. Und da sollten wir uns als Händler eher daran orientieren, dass wir hier Richtung Tagestief von gestern laufen. Das ist das, was momentan der Chart erzählt. Also hier Spuren lesen im Chart, das funktioniert immer relativ gut. So, und wir bleiben beim Schweizer Franken und gehen rüber zum, was war es gewesen, britischen Pfund, Schweizer Franken. Der ist heute sehr interessant, wird hier gezeigt. Dann schauen wir doch mal, wie groß das Interesse ist. Britisches Pfund, Schweizer Franken. Da ist er. Tata! Ja, sieht gut aus, sage ich mal. Ich raff's mal zusammen. Verortung im Tageschart gefällt mir. Das ist immer wieder schön. Ach, Mensch, hier, guckt's euch mal an. Geiles Support-Level. Hervorragend. Das, Leute, das sind die Punkte. Danke für diesen Hinweis an dieser Stelle. Das sind doch die Punkte, wo man sich als Händler echt hinsetzt. Ja. Und wenn man diesen Rutsch vorher nicht mitgemacht hat, ich ärgere mich bei sowas auch, ja. Aber hey, ich meine, wenn ich mir dieses Bild mal angucke, das bisschen Trendige, was hier oben rangelaufen hat, das ist halt erst hier unten rausgenommen worden. Ne? Und wer jetzt hier nicht arg kurzfristig traden wollte, hier kam mir das Umkehrsignal mit Bestätigung, muss man halt sagen, okay, der Trend hier ist noch nicht rausgenommen. Ja? Was ist denn da? Aber dann, ich persönlich, ich sitze dann immer da und sage, gut, ja, lass den Markt einfach mal rennen. Irgendwann kollabiert die Lunge und es gibt eine Gegenbewegung. Und das sind dann oft die Punkte, wo wir Support-Level haben. Und was ist jetzt passiert? Pim. Wir sind draufgelaufen auf ein Support-Level, nämlich genau hier unten rein auf das aktuelle Zwischentief, was wir im Juni gesehen haben, bei 1,16,3. Und was passiert? Hoppala! Ja, der Markt ist hier exhausted, dreht rum und macht eine Umkehr. Und das ist interessant. Danke für die tolle Frage. Hier haben wir nämlich jetzt
durchaus die Chance, die Korrektur zu sehen. Und das ist echt eine interessante Story, weil wir haben nach oben hin, nach so einer starken Abwärtsbewegung, doch ein bisschen was an Korrekturpotenzial. Und da sehen wir jetzt, ich hoffe, dass ich hier jetzt in diesem Chart nicht zu unübersichtlich werde, aber ich muss das jetzt hier im Tag einfach mal kurz einzeichnen. Hier oben, das war das Trendbruchlevel. Und wenn wir dahin in Richtung Korrektur laufen, wenn der Markt uns den Gefallen tut, das anzulaufen, ey, schaut euch mal an, was wir da für ein geiles Chance-Risiko-Verhältnis haben. Warum? Die Frage stellt sich, wenn wir hier drunter laufen, ist ja die Korrektur kaputt. Ne? Da brauche ich nicht mehr long zu traden. Da haben wir ein tolles Absicherungslevel. Und das Potenzial, guckt euch mal diese Ranges an. Hier unten Risiko, da oben Potenzial. Das ist eine richtig feine Geschichte. Und wenn wir uns das mal jetzt kurz im Stundenchart anschauen wollen, dann sehen wir es schon, und das ist halt das für die ganz aktiven Trader, dieser starke Kursrutsch hier nach unten, ja, der sagt mir immer, guck bitte in die kleinen Zeiteinheiten rein, und da ist die Stunde nicht klein genug an dieser Stelle, da müssen wir noch ein bisschen tiefer diggern, das müssen wir da machen, und da sehen wir, wie der Markt hochgeht, und hier unten sehen wir auch schon den Aufwärtstrend. Das ist ein Umkehrmuster und das schauen wir uns jetzt mal ganz kurz an. Ich mache eben mal den letzten Rutsch hier unten rein, damit wir das dann im letzten Chart auch sehen. Also das war der Rutsch nach unten sozusagen. Und jetzt gehen wir mal in den 5-Minuten-Chart. So, ich mache jetzt mal die ganze Trenderkennung aus. Ihr wisst ja, ich arbeite in der Regel mit blanken, nackten Charts, weil mir das völlig reicht, hier zu sehen. Hier ist ein Aufwärtstrend da. Punkt. Aus die Maus. Und hier ist genau das gleiche Spiel zu sehen. Schaut euch mal an, mit welcher Dynamik der Markt hier runtergekommen ist und wo wir gerade stehen. Hier. Das war hier drüben ein ganz, ganz kurzes Haltelevel. Da hat der Markt mal ein bisschen gezögert in diesem starken Rutsch nach unten. Wenn wir das nachhaltig überwinden, ja, dann haben wir hier nicht nur einen Aufwärtstrend, sondern dann haben wir auch ein wichtiges Verkaufslevel. Wichtig, bitte, das ist im ganz kleinen Bereich, ja. Dann haben wir ein Verkaufslevel rausgenommen, was sehr, sehr wichtig ist, weil hier gab es den letzten Rutsch nach unten und wir sehen ja, der Markt ist ran, abgeprallt, aber die Kontraktionen sind kleiner geworden. Und wenn wir hier jetzt schön nach oben laufen, haben wir ein tolles Potenzial zur Oberseite rein. Und das liegt, passt auf, zack, hier. Da oben ist das letzte Korrekturhoch, was wir sehen. Ich lasse mal kurz den Trend einblenden, ob wir es hier sehen. Jo. Fragen? Geil, herrlich, hervorragend. Das ist ein gutes Potenzial zur Oberseite. Schönes kurzfristiges Chance-Risiko-Verhältnis. Ist eine schöne Einladung. Wir brauchen jetzt nur noch die Bestätigung vom Markt, dass er tatsächlich hier oben bleiben will. Und dann haben wir echt tolle Chancen, nach oben auch reinzulaufen. Das macht Laune. Britisches Pfund. Schweizer Franken. Jo, das hätten wir. Und beim Thema Laune bleiben wir mal noch kurz bei den Währungen und dann gehe ich in die Indizes rein. Und zwar hatte ich ja versprochen, britisches Pfund. Das war klasse gestern. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich muss jetzt bloß mal gucken, dass ich hier das Richtige finde. Hier, passt mal auf. Ich will euch die Trade-Idee mal kurz erklären, die wir hier hatten. Auf Tagesbasis sah das am Anfang gestern noch ein bisschen anders aus, nach diesem Umkehrstab, den wir hier am Vortag gesehen hatten, also hier diese Situation, dieser Umkehrstab, da sah es zunächst aus, als wenn der Markt hoch will, aber man darf halt nicht vergessen, dieser Aufwärtstrend, den wir hier haben, der wurde halt rausgenommen und da ist halt diese Supportbereiche da gewesen und man muss aber konstatieren, wir haben da den Druck schon stark zur Unterseite gehabt. Und das hat sich dann bestätigt. Und das war genau so ein Spiel, wie wir das gerade gesehen haben im Schweizer Franken. Schaut mal hier oben. Da oben, da ist der Markt rangelaufen, hier an dieser Stelle. Sehr, sehr schön. Ist hier aber ins Zögern gekommen. Ne? Und da habe ich mich hingesetzt und gesagt, huh, das sieht ja echt klasse aus, wenn wir tatsächlich hier runterlaufen sollten. Hier, dann ist diese korrektive Phase, die wir hier hatten, vor diesem Bruchlevel hier oben, rausgenommen worden und dann haben wir eine Chance, dass sich das ganze Teil entsprechend fortsetzt. Und wo lagen die Ziele? Da hatte ich zwei Stück, das eine hier unten am Zwischentief, das andere hier im Auffanglevel, hier dieser Bereich hier unten, wartet mal, das müssen wir mal kurz aus dem Tag raussuchen, da haben wir die Support-Level, hier, das sind die Marker und das hat gestern geklappt, also tipptopp,
Da kann man gut hinschauen. Das sind die Sachen, die wir hier morgens auch immer wieder machen. Also das hat Spaß gemacht. Und Ähnliches steht halt möglicherweise rein von der Betrachtungsweise. So eine Umkehr, die man sieht, dass man merkt, der Markt wird irgendwo schwach, dreht rum oder wird irgendwo stark, dreht rum. Da schaut man hin und wenn sich da was Gutes ergibt, kann man da mitmachen. Und was wir hier jetzt sehen im britischen Pfund, ich gehe noch mal ganz kurz auf den Tag. Da ist noch Luft nach unten da, ja. Also wenn man sich das Ganze mal anschaut, hier der Trend nach oben, der größere, ja, der ist auch schon noch da. Ja, das darf man hier nicht von der Hand weisen. Also das, was wir hier letztens hatten, diesen Schwung nach oben, den wir mitgemacht haben, diesen ganz, ganz großen, ja, der ist vom Markt schon noch vorhanden. Nur der Bewegungstrend wurde jetzt entsprechend rausgenommen. Da ist Luft nach unten da, Potenzial nach unten da. Nächster Anlaufpunkt, den wir hier haben, durchaus hier dieses Level, wo der Markt hier drüben gedreht ist, nach oben hin. Das wäre interessant, mal den Anlauf zu haben. Das ist die Marke von 1,26, ein bisschen über 6. Das wäre interessant, wenn wir hier nach unten fallen. Und da schauen wir uns kurz nochmal die Stunde an. Und was sehen wir momentan in der Stunde? Eine Flagge. Eine schöne Flagge. Und je nachdem, wie sich das Muster jetzt ergibt, also wir sind hier noch sehr früh in der Kursmusterbildung. Ja, aber wenn man mal sieht, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Stunden dauert die Korrektur jetzt schon. Und der Abwärtsrutsch hat gedauert 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wir korrigieren momentan in der Zeit schon länger, als der Abwärtsrutsch gedauert hat. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Der Bruch nach unten, wenn der aus der Flagge kommt, der hat dann Potenzial, die nächste Richtung nach unten mit anzugehen. Und das bleibt spannend. Das hier auch eine schöne, schöne Idee für den heutigen Handelstag. So, und damit machen wir jetzt Schluss mit den Währungen. Es sei denn, jemand hat noch eine Frage dazu. Und dann schauen wir jetzt einfach mal auf die Indizes drauf, die wir hier entsprechend mit haben. Und keine Sorge, wir schauen an dieser Stelle natürlich auch noch auf den Nasdaq. Ich möchte aber zuvor nur mal ganz flott hier im Husarenritt euch die Indizes zeigen, die wir bei Tickmill zur Verfügung haben. Das ist nämlich nicht nur der DAX, der Dow, der S&P und der Nasdaq, sondern wir haben die Franzosen. Ja, die Franzosen sind ein Markt, den kann man relativ gut traden. Die ganzen Indizes kann man eigentlich relativ gut traden, wenn man die großen Zeitrahmen sich entsprechend mit anschauen möchte. Die haben wir da. Und da müssen wir an dieser Stelle einfach nur schauen, was machen denn die Indizes? Wo kommen sie her? Wo gehen sie hin? Und das sind interessante Muster, wo wir die Chart, also die Analyse ganz genauso machen können. Hier beispielsweise im französischen Index. Schaut euch mal an, was hier passiert. Das hier drüben, wo wir hier gerade stehen, 5.100 bis 5.200 Punkte, das ist ein Muster hier, das ist ein starkes Bruchmuster, das ist ein starker Widerstand an dieser Stelle. Aber wir sehen, von unten kommt der Markt halt hier mit steigenden Hochs, mit steigenden Tiefs nach oben. Leute, das sind durchaus Chancen für die Oberseite, ja. Wenn wir hier eine Herbstrallye bekommen und das Allzeithoch ist auch noch ein Stück weit weg, ja. Frankreich ist ein Markt, ist interessant, sieht bullisch aus, wenn wir tatsächlich oben drüber brechen. Und die Kontraktionen werden ja auch immer flacher. Also das könnte durchaus interessant mit sein. Man muss natürlich immer so ein bisschen das Thema Ausdehnung von Covid-19, Frankreich ist da ja wieder sehr, sehr stark betroffen, mit betrachten. Aber das ist alles nur eine Frage der Zeit. Schauen wir uns Italien an. Hier im Tageschart gleiches Muster. Ihr erkennt das, ne? Schaut euch das mal an. Hier in Italien sind wir aber sogar schon etwas drüber gelaufen. Wir können hier oder müssen hier aber noch ein zweites Muster mit anschauen, und zwar hier oben das Gap Close, was wir hier drüben gehabt haben. Das wurde angelupft. Wir haben hier an dieser Stelle einen Aufwärtstrend. Wir sehen steigende Hochs, wir stehen in einem Chart mit steigenden Tiefs. Auch hier wird es interessant, wenn wir den Support hier unten halten können, hier diesen Markt. Das ist dann interessant, das ist eine schöne Unterstützung. Hinschauen, was dort passiert. Interessant auf alle Fälle, bricht es nach unten durch, haben wir ein paar Anlaufpunkte zur Unterseite. Steigen wir aber direkt oben drüber, dann haben wir richtig, richtig gute Chancen auf der Chart-Oberseite. So, wir machen weiter, wir gucken hier nach Spanien, auch im Tageschart. Und da seht ihr mal, wie extrem unterschiedlich diese Charts aussehen. Das Teil hier würde ich persönlich im Leben nicht momentan
auf der Long-Seite anfassen. Wir haben hier einen Abwärtstrend und wir stehen hier momentan in einem ganz, ganz wichtigen Support-Level. Wenn das nach unten gebrochen wird, ist der Weg erst einmal frei in die tieferen Regionen hier rein. Um die 6.400, 6.370, da ist die Luft nach unten da. Wir sehen es hier, sehr, sehr starker Abgabedruck. Wir haben fallende Hochs, wir haben fallende Tiefs. Muss man sehen, hält der Support? Haben wir hier allerdings eine Rumdrehchance? Also auch dieser Markt definitiv alles andere als langweilig. Dann haben wir die Schweiz mit da. Guckt euch die Schweiz an. Auch ein sehr, sehr schöner Bullenmarkt. Dieser Bullenmarkt hat noch ein bisschen was vor sich, hat auch noch einiges an Potenzial zur Oberseite zu bieten. Wenn wir uns das mal eben ganz kurz anschauen wollen, hier auch da aktuell, hier oben, dieses Level, das war ein großes Verkaufslevel. Das ist jetzt so ein bisschen der Widerstandsbereich. Und da sehen wir auch, der Markt robbt sich so ganz, ganz langsam in diese Widerstände rein, an diese Widerstände drauf. Auch hier schauen wir, was wird, wenn er dieses Level hier oben rausnimmt bei 10.000, knapp 500 Punkten. Dieses Level hier haben wir gute Chancen, dass das Teil hier Richtung 11.300 Punkte durchzieht. Das bleibt doch spannend. Und auch hier, Leute, wir sehen es. Einfach müssen wir schauen, was haben wir hier. Und wenn wir uns das mal eben anschauen, wir haben hier auch einen schönen Aufwärtstrend, der durchaus weiter Bestand haben kann. Die Oberseite ist hier hochinteressant. So, dann schauen wir noch kurz nach Japan. Kurzer Lauf hier. Bitte nicht wundern, warum die ganzen Bilder drin steht. Das ist ja typisch MetaTrader. Der speichert die Objekte nicht im Chart, sondern also nicht im Instrument, sondern im Chart. Aber ist wurscht. Hier oben, da haben wir es drinnen liegen. Dieses Level, wartet mal, das müssen wir hier mal umfärben. Dieses alte Level dort oben, wo wir gerade jetzt auch stehen, das ist aktuell der Deckel, der kommt so ein bisschen von hier drüben. Was wir rausgenommen haben, das ist jetzt mehr oder weniger auch ein bisschen Supportbereich gemacht, ist dieser Verkaufsbereich hier unten. Also Japan läuft schön nach oben. Schöner Aufwärtstrend, schöner, starker Bullenmarkt. Hier unten, ich will das nicht Schulterkopf-Schulter invers nennen. Das ist keine schöne, saubere Schulterkopf-Schulter-Formation. Aber wir sehen einfach, dass der Markt hier mit Interesse oben ranläuft. Und wenn das nach oben wegbricht, hier, es ist nicht mehr weit bis zum Hoch hier oben rein. Diese Marke da oben bei, gut 24.000 Punkten. Schöne Sache, die wir hier mit sehen können. Und dann schauen wir nochmal kurz auf die Briten. Ja, und bei den Briten, es wundert nicht, was wir hier sehen. Mit dem Haikack, was hier gemacht wird in Großbritannien. Abwärtstrend. Also viel brauchen wir hier nicht zu sagen. Das Level, wo hier unten im Tiefgrad steht, ist ein bisschen ein Drehpunkt um die 5.700, 5.800 Punkte Marke hier unten in diesem Drehbereich. Aber der Markt trendet runter. Und hier wird sich dann zeigen, was wir sehen werden. Ob wir jetzt hier durch diese ganze Brexit-Verhandlung erstmal noch einen Riesenschub nach unten bekommen oder aber, ob dieser Markt jetzt nur etwas verunsichert wird und wir hier sozusagen ein solches Kursmuster bekommen, dass wir hier im Größeren dann einen Aufwärtstrend machen. Momentan, wie ich schon gesagt, ist er abwärts gerichtet. Wenn hier der Wechsel kommt, haben wir gute Chancen. Aber wir haben zur Unterseite auch noch einiges an Potenzial. Und wenn dieses Level hier unten bricht, dann haben wir den Chart schön zur Unterseite auch mit da. So, jetzt räume ich den Chart mal noch kurz auf. Und dann gehen wir hier rein in DAX und Co. Ja, Nasdaq auch auf der Uhr. Nasdaq ist wahrscheinlich auch einer der Märkte, der viele interessieren wird, wo man sich fragt, wie geht's denn da jetzt weiter? Ich hatte es ja schon erklärt, das ist der absolute Mega-Bulle, den wir hier an dieser Stelle haben. Und dieser Mega-Bulle, der schwächelt momentan so ein bisschen. Wir sehen es, die Korrektur, wir sind oben gekommen. Wir standen am Hoch hier oben drüber, über der Marke von 12.450 Punkten. Und jetzt ist der Markt ziemlich stark gefallen. Rein von der Charttechnik, die wir hier sehen, wenn wir uns diesen Chart mal einfach zu Gemüte führen wollen, ist das, was wir hier sehen, jetzt ein sehr, sehr schöner Unterstützungsbereich. Das heißt, das ist die Marke um die 11.000 Punkte. Und dieser Bereich ist durchaus interessant für den ein oder anderen Trader, weil hier dieser Markt gut umkämpft ist. Hier dieses Level, erst war es Widerstand und jetzt sind wir drüber gelaufen, abgeprallt, ganz nach oben gelaufen. Jetzt testen wir wieder an. Und der letzte Test hier unten hat direkt mit Kaufinteresse reagiert.
Das sehen wir jetzt hier auch wieder so ein bisschen, aber wir sehen, das Hickhack ist relativ groß. Nächste Woche haben wir auch noch Fed-Sitzung, also mich würde es nicht wundern, wenn dieses Hickhack auch noch ein bisschen weitergeht. Nur die längerfristigen Chancen, die sind durchaus auch auf der Oberseite zu sehen, weil dieser Markt einfach schön nach oben trendet. Und was wir jetzt hier gemacht haben, ist, wir haben diese letzte Bewegung von unter 10.800 Punkten aufs Allzeithoch bei über 12.400 Punkten jetzt vollständig korrigiert. Und solange wie dieses Level hier unten nicht rausgenommen wird, ist dieser Aufwärtstrend absolut intakt. Heißt also hier, eine Umkehr ist hochinteressant. Ich bin mal gespannt, was der Markt hier macht. Möglicherweise fließt das Ganze auch mit einer Handelsidee ins Research am Sonntag ein. Da warten wir mal den Tag ab. Ja, ich hatte das ja schon mal gesagt, das hatte ich auch im Wall Street Traders Lunch gesagt am Dienstag. Vielleicht versucht man hier ein totes Pferd zu satteln. Das muss man vom Markt erstmal entscheiden lassen. Also wenn ich jetzt sage, man versucht ein totes Pferd zu satteln, meine ich jetzt damit nicht, dass der Markt jetzt bald in sich zusammenbrechen wird und wir vor einer riesengroßen Bärenmarkt-Rallye stehen. Das kann immer kommen, ganz klar. Nur die gesamten wirtschaftlichen Indikatoren, die wir jetzt hier haben, die zeigen eigentlich schon ein Bild, was durchaus auch weiter steigende Kurse erwarten lässt. Und das, was wir jetzt hier sehen, ist nur die Korrektur. Dann haben wir noch Wahlkampf in den USA. Das ist natürlich auch immer etwas, was die Märkte beeinflusst. Trump ist sehr, sehr interessiert an gut laufenden Aktienmärkten. Also es gibt sehr, sehr, sehr viele Sachen hin oder her, wo man einfach sagen muss, okay, da ist durchaus auch weiteres Potenzial zur Oberseite da und wir sehen hier unten durchaus die Chance, dieses Beide-Dip-Szenario weiter aufrecht zu erhalten. Das ist immer wieder interessant und in diesem Atemzug möchte ich gerne nochmal für die Aktienmärkte auf den VIX eingehen. Da schaue ich ja immer sehr, sehr gerne drauf. Da bin ich übrigens nicht der einzige Trader, der da drauf schaut. Ja. Der VIX ist ein wichtiger Indikator und der zeigt uns einfach an, wie die Märkte sind. Und wir sehen hier an dieser Stelle momentan einen VIX, der wieder ordentlich nach unten geht. Ne? Wir haben einen ziemlich starken Anstieg gehabt. Dadurch gab die Korrektur natürlich ordentlich Auftrieb hier an dieser Stelle. Jetzt fällt er wieder nach unten ab. Und wenn er weiter nach unten fällt, heißt das, die Angst an den Märkten geht zurück. Und das ist immer so eine Indikation dafür, dass der Markt durchaus auch mit das gute Potenzial hat, nach oben auch anzusteigen. Das ist das, was wir hier sehen. Und das würde dann in die Karten spielen, dass wir hier einen ansteigenden Markt sehen. Wir müssen aber mal schauen, wie sich das Bild hier ergibt. Wir sehen es hier im Stundenchart vom Nasdaq. Der ist weiterhin abwärts gerichtet und die Abwärtsrichtung ist momentan noch da. Ich persönlich liege auch so ein bisschen lauer auf der Lauer für eine Long-Situation, für einen Long-Trade sozusagen im S&P 500. Aber momentan tut mir der Markt noch nicht den Gefallen, dass er reinkommt. Der Vorteil jetzt ist, ich kann natürlich den Entry-Stop mit reinziehen, also schön nach unten ziehen, aber wir sehen es halt, der Markt ist momentan einfach hier, der Trend ist noch nach unten gerichtet und das ist schon eine Situation, wo man sagt, da muss der Markt so ein bisschen Richtung finden. Wo man sieht, dass es etwas wie eine Beruhigung gibt, ist die Unterseite. Na, wenn man mal sieht, wie weit die Bewegung hier nach der Trendfortsetzung immer gelaufen sind, hier im Vorfeld sieht man schon, dass jetzt unten raus nicht mehr so viel kommt. Das schwächt sich alles so ein bisschen ab. Und das ist so ein bisschen die Sache, wo ich sage, okay, das könnte jetzt interessant werden. Wir haben ja hier oben schon mal dieses Level auch angetestet. Und wenn wir jetzt in die Situation kommen, hier ein höheres Tief zu machen und dann nach oben zu laufen, hier oben rauf, dann haben wir natürlich die Situation, dass wir hier einen Aufwärtstrend sehen, der diesen Abwärtstrend rausgenommen hat. Und das wäre dann die technische Sache, die wir durchaus haben. Aber noch ist das nicht so weit. Ja, noch ist der Markt eher abwärts gerichtet, im Kurzen, ne, wir sehen es auch hier, der kleine Aufwärtstrend, den wir hier haben im Nasdaq, schaut mal, hier ist es so ein bisschen nach oben gegangen, hier der erste Zacker, den lasse ich jetzt einfach mal raus, aber wir nehmen mal das hier, das größere Bild, da haben wir es ja gehabt, schaut mal, da lief der Markt nach oben, ja, für diejenigen, die das sehen, das sind rote Kerzen bzw. rote Linien hier an dieser Stelle. Das sollte natürlich nicht so sein. Es ist ein korrektiver Aufwärtstrend, deswegen passt das schon. Und jetzt haben wir hier den Schub nach unten gesehen und wir sind halt hier unten drunter durchgelaufen unter dieses Level. Hier, schaut es euch an. Und das heißt, okay, jetzt müssen wir erstmal hinschauen, was passiert. Und wenn wir jetzt hier tatsächlich nur eine Flagge sehen, kurzfristig,
dann könnte das dazu führen, dass der Markt doch nach unten geht und nochmal die tieferen Level ausrichtet. Also auch hier die Entscheidung, wo es hingeht, ist noch nicht getroffen. Die Chancen im großen Bild, dass wir irgendwann wieder rumdrehen, und zwar von diesem Support-Level, was wir da haben, die sind da, und das ist das Schöne, das Interessante, was wir hier durchaus auch auf der Uhr haben. Und dieses Hickhack hier unten ist durchaus für den einen oder anderen Trader interessant. So, dann schauen wir uns jetzt mal noch den Dow an, hier an dieser Stelle. Na, das machen wir mal groß. Und dann den DAX. So, wo ist der Dow? Hier, US 30, da steht er da. Jo, und auch hier an dieser Stelle, interessantes Chartlevel, wo wir gerade verortet sind, hier in diesem Markt. Ich mache mal kurz das Fenster zu, nämlich hier, schaut es euch an, dieser aktuelle Kaufbereich, der ist hochinteressant. Das war früher hier das große Verkaufslevel hier auch mit, ist eine wichtige Marke rausgenommen, als wir hier über diesen Bereich drüber gelaufen sind. Jetzt sind wir drüber. Schöner Aufwärtstrend. Hier stehen wir jetzt drinnen. Jetzt stellt sich die Frage, kommt der Markt tatsächlich von unten nach oben raus? Wenn man es mal sieht, der letzte Bewegungsarm, den wir hier gehabt haben, der ist rausgenommen worden. Das heißt, das Bild, was wir hier sehen, im Kleinen sozusagen, das, was hier nach oben schön getrendet ist, hier grob nur skizziert. Bitte die Feinheiten lasse ich außen vor. Das macht sonst die Besprechung zu stark. Der ist rausgenommen worden. Das heißt, wir sind jetzt hier leicht unten drunter gelaufen. Das heißt, mit diesem Trend hier nach oben ist erstmal irgendwas nicht mehr in Ordnung. Und das zeigt uns, der Markt könnte durchaus auch noch tiefer. Das wird dann jetzt interessant, was passiert, läuft der Markt denn hier unters Wochentief durch? Wenn ja, haben wir ein paar Anlaufpunkte zur Unterseite, die können wir uns nehmen. Da können wir uns an den Swinglows orientieren, hier mal ganz grob eingezeichnet. Das sind so die Level um die Marke von 26.000 Punkten. Das ist das Tiefste, was wir hier haben zum Wochentief aus dieser Woche. Da haben wir die 27.205 in etwa gehabt. Das ist ein schönes Kauflevel hier gewesen. Wie ich sage, wenn das abverkauft wird, ist das ein Zeichen vom Markt, und dann muss man irgendwo auch sehen, ist es durchaus möglich, dass wir die 26.000 Punkte zumindest aus technischer Sicht ins Visier hier nehmen. Kurzfristig ist das Bild hier ähnlich zu sehen wie im gerade besprochenen im gerade besprochenen Nasdaq hier. Der Trend, den wir hier laufen haben, der ist untergeordnet, ne? Der ist nach unten gerichtet. Hier an dieser Stelle schaut, das ist noch ein Abwärtstrend, und man muss einfach sehen, wo er hingeht, dieser Abwärtstrend. Also auch hier im kleinen Bild haben wir einen aktiven Abwärtstrend, der am Laufen ist, und der gibt die Richtung vor. Und da wird es jetzt an dieser Stelle interessant, was passiert hier in diesem Level. Wenn wir das tatsächlich rausnehmen, gibt es kurzfristig erstmal die Chance, hier oben in diesem Widerstandsbereich um die 28.220 bis 30 Punkte reinzulaufen. Fallen wir direkt unten drunter, muss man wirklich sagen, hier unten, da ist ein Unterstützung. Also hier das ganz, ganz kleine, wie ich schon gesagt, wir sind hier in der Stunde, ja. Das wäre mal der erste Anlaufbereich hier, das ist die Marke von, ja, das kann ich jetzt nicht genau sehen, weil ich das Zeichentool an habe, aber hier unter der Marke von 27.000 oder um die 27.400 Punkte Marke, und dann haben wir hier unten schon die 27.200. Das ist das, was ich gerade gezeigt hatte, was aus dem Tageschart herauskam. Also durchaus auch sehr, sehr interessante Sachen, die wir hier an dieser Stelle haben. Und damit blicken wir jetzt auch noch in den DAX rein. Übrigens, beim DAX, da ist mir etwas in den Sinn gekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich darauf schon mal hingewiesen habe, aber ich hatte vor kurzem mit einem Händler gesprochen, der gerne sozusagen auch Indizes tradet, aber gerne auch sozusagen sich in Positionen reinskaliert und aus Positionen rausskaliert. Und dieser Händler, der war leider nicht in der Situation, hier ein riesengroßes Konto schieben zu können, sodass er die Futures traden konnte, sondern das Konto ist quasi klassischer Durchschnitt gewesen, ganz normaler Arbeitnehmer sozusagen. Da habe ich gesagt, das ist doch kein Problem, du kannst doch klein skalieren. Und er sagte, ja, aber weißt du, ein CFD, der ist mir halt auch zu groß, ein klassischer CFD, der läuft hier sozusagen auf den DAX. Der DAX steht gerade bei 13.200 Punkten, ein Punkt ist ein Euro, die Position ist zu groß für mein Portfolio. Und da habe ich gesagt, guck doch einfach mal hin. Du kannst hier eine Positionsgröße von 0,01 fahren, ja? Ja, das heißt, da ist quasi eine Position, ein kleinster Anteil, 130 Euro wert oder 132 jetzt.
Da kann man richtig, richtig gut skalieren. Und das macht halt auch einen sehr guten Broker aus, dass der Kunde quasi die Chance hat, erstens mal eine Top-Preisgestaltung zu bekommen, zweitens mal die Skalierung an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Und das kann man doch wirklich sehr, sehr gut machen. Und da kann man sich schön in die Positionen reinskalieren und aus den Positionen rausskalieren. Und wenn wir uns das mal anschauen wollen, hier schaut euch mal das an. Man kann das relativ einfach durchklicken hier. Wir schauen, wenn wir hier unten oben zahlt sich die, oben ändert sich die Zahl. Schaut mal hier 0,5 oder hier 0,04 oder 0,01. Das ist echt total einfach gemacht. Das unterstützt auch hier der Stereo-Trader sehr, sehr stark in diese Richtung. Das ist doch eine echt geniale Geschichte. So, jetzt gehen wir aber mal ganz kurz weg vom Umsetzen von Trades. Ich wollte das hier nur mal einfach auch erwähnen, weil das einfach ein starkes Qualitätsmerkmal von Tickmill ist, auch am deutschen Markt, ja, das ist hervorragend, sondern wir schauen jetzt einfach mal auf das an, was der Chart uns hier entsprechend vorgibt. Und hier schauen wir ganz kurz im DAX mal noch mit oben drauf. Wenn wir uns den DAX mal anschauen, dann sehen wir schöner Aufwärtstrend hier, aber der wird momentan so ein bisschen müde. Müde heißt jetzt nicht, dass wir extrem schnell stark rumdrehen können und nach unten gehen, sondern das heißt einfach nur, dass etwas an Dynamik nach oben verloren geht. Das sehen wir hier, wenn wir uns mal den Trendverlauf angucken, dass hier oben raus nach der Überschreitung der alten Trendhochs nicht mehr wirklich was kommt. Und wir arbeiten uns halt hier auch Stück für Stück ans Allzeithoch mit ran. Und wir müssen auch mal schauen, dass dieser Bereich, den wir hier haben, um die Marke von 13.000 Punkten, das war hier drüben ein starkes Abverkaufslevel. Und da versucht sich der Markt jetzt drumherum zu stabilisieren. Also eigentlich ein ganz normales Verhalten, auch nach so einem extrem starken Anstieg, ne? Wenn wir mal sehen, wir standen im Jahrestief unter 8.000 Punkten und stehen jetzt oben bei über 13.000 Zählern. Das ist schon eine ganze, ganze Menge, die hier nach oben gelaufen ist. Und das ist halt einfach der Punkt, wo man sagen kann, okay, wie schaut es denn jetzt für die Zukunft aus? Und da heißt es halt jetzt, es gibt natürlich die Gefahr, dass wir ein bisschen nach unten ausbauen, aber auch die Chance, nach oben raufzugehen. Und nach oben raufzugehen haben wir hier oben haben wir auch noch ein kleines Gap mit am Liegen. Dann sehen wir oben, dieser Bereich da oben um die 13.500 Punkte, 13.600 Punkte. Das ist schon ein Markerbereich, wo man sagen muss, der muss erstmal rausgenommen werden. Und wenn wir den aber rausnehmen, dann haben wir auch ein schönes Level oben ran Richtung Allzeithoch. Und wir sehen es ja auch bei anderen Indizes, Allzeithochs werden gekauft. Also das ist schön interessant. Wir müssen jetzt hier einfach nur schauen, wie kommen wir denn jetzt weiter durch die ganze Geschichte mit Corona. Und wenn sich das alles irgendwo ein bisschen zum Guten wendet, haben wir wirklich gute, gute Chancen, nach oben auch mit raufzulaufen. Also das bullische Bild ist weiterhin intakt, auch wenn momentan da oben alles ein bisschen hängt. Die EZB hat gesagt, es läuft alles, wir bringen das irgendwie schon über die Runden, das heißt die Unterstützung ist da und was wir hier momentan sehen, ist einfach die Situation, wir haben weiterhin steigende Tiefs, das heißt wir sehen, die Händler kommen nach Rücksetzern gerne wieder rein in den Markt und irgendwann, weil die Schwankungsbreite oben auch abnimmt, irgendwann haben wir dann auch die Chance, wenn dieses Verhalten der Händler so bleibt, wie es ist, dass der Druck von unten so groß wird, dass man es nach oben rausnimmt. Also das bleibt auch sehr, sehr interessant zu sehen. Im Kurzfristbereich hatten wir ja die letzten Tage auch schon immer gesehen, wenn wir hier morgens reingeschaut haben, wie gut das Ganze ausgeht. Und hier sehen wir momentan, wenn ich das mal alles ein bisschen zusammenraffe, hier, ich muss es jetzt wirklich mal klein nehmen, hier sehen wir auch den Aufwärtsschwung, den Aufwärtsschub, der jetzt auch da ist, wenn wir das für den heutigen Tag mal machen wollen, dann sehen wir sozusagen Dinge, auf die man achten sollte. Und zwar, wartet mal, ich mache das mal jetzt kurz hier. Also, was wir hier sehen, ist ganz klar, das ist der aufwärtsstrebende Markt. Ich mache die Linie mal kurz etwas dicker. Also das, was wir jetzt hier sehen, ist der Stundentrend sozusagen, der ist hier in dieser Phase momentan übergeordnet aufwärts. Ne? Das hier ist der Aufwärtstrend. So, was wir jetzt hier im Kleinen sehen, ist das hier, ist, dass der Markt nach unten trendet und auch immer wieder mit der Schwäche reagiert. Also das sind jetzt die zwei Trendgrößen, die hier innerhalb der Stunde ineinander fließen. Ne? Das heißt, das, was wir jetzt hier sehen, ist die Korrektur des, sag ich mal, Stundentrends. So. Und wir haben hier in diesem Bereich um die Marke von 13.115 einen Schwungbereich. Und der wurde hier angetestet und schon läuft der Markt nach oben. Und jetzt kommt es darauf an, was der Markt hier wie spielt. Weil der Abwärtstrend, den wir hier momentan sehen, das heißt die aktuelle Trendrichtung, das, was wir haben, das hier, ja,
Das ist der aktuelle Trend in der Stunde. Und der läuft nun mal nach unten. Ne? Wir sind hier in eine tiefe Korrektur reingelaufen und der Markt dreht jetzt schon wieder unten rum. Wenn wir hier in Trendfortsetzung gehen, dann müssen wir einfach akzeptieren, dass wir ein paar tiefere Anlauflevel haben. Die liegen dann ganz nah, möglicherweise hier. Aber ich glaube nicht, dass hier so viel kommen wird. Anderer Punkt ist hier dieser Umkehrbereich, diese Marke hier drüben, um die 13.000-Punkte-Marke. Und wenn das auch nicht hält, dann ist der Weg nach unten relativ frei. 12.785, 12.790, das sind die Marker, die wir zur Unterseite haben. Da müssen wir schauen, wie sich der Markt entsprechend entwickelt und wo wir hinlaufen. Ja, das wäre es. Aber wenn wir hier eine Umkehr sehen, ne? So ähnlich wie wir das bei den US-Indizes auch immer mal gesehen haben, dass nach so Abgabetagen auch wieder steigende Tage kommen, dann werden wir die Situation erleben, dass wir mit einer guten Chance hier nach oben laufen, dann einen Abwärtsbereich machen, den wir jetzt auch sehen, der vorher aber rumdreht, also kein neues Tief macht, und wir dann die Chance haben, nach oben zu laufen. Und da haben wir auch gute Anlaufziele. Das heißt, wenn wir hier drüber laufen, trennten wir schön nach oben und die Anlaufpunkte, der nächste Anlaufpunkt, der wäre dann hier oben in diesem Bereich. Und da haben wir ja schon ein paar Antestpunkte mit liegen gehabt, die könnten dann durchaus Dynamik bringen und den DAX hier weiter fliegen lassen Richtung 13.400 und ein paar 71 Punkte. Das der Blick in den DAX und der Blick auf die Uhr zeigt mir, wir haben es 9:43 Uhr. Da haben wir heute aber wirklich sehr, sehr lang gemacht. Da danke ich für alle, die hier dabei geblieben sind, die Geduld an dieser Stelle auch. Ich sage jetzt allen einen schönen Wochenausgang, einen erfolgreichen Trading-Freitag. Ja, gestern war ja auch wieder ein sehr, sehr schöner Handelstag, zumindest für mich. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Alle, die später zuschauen, natürlich auch danke fürs Video anschauen. Wer Lust hat, schaut einfach mal mit rein in die morgendlichen Sessions. Hier auf Facebook einfach der Facebook-Seite von Tickmill ein Like geben oder einfach für die entsprechende Zoom-Sitzung anmelden. Diejenigen, die das Video im Nachgang sehen, über YouTube, im YouTube-Kanal. Unten drunter steht auch der Anmelde-Link für die Zoom-Übertragung. Da kann man dann live dabei sein und gerne auch die ein oder andere Frage oder den ein oder anderen Wunschmarkt mit hier in die Besprechung reingeben. Also, danke fürs Zuschauen, einen richtig guten Freitag und ein sehr, sehr schönes und entspanntes oder aufregendes und abenteuerliches Wochenende. Jeder, wie er mag. Wir sehen uns am Montag. Research am Sonntag stelle ich auch wieder ein. Ich danke und sage Tschüss für diese Woche. Bis dann. Bye, bye.